Ich will heute mal über Beziehung und Erziehung reden. Oder viel besser gesagt, warum die Beziehung vor allem anderen kommt. Und zwar nicht nur in der Erziehung, sondern auch, wenn man Leute inspirieren will, auch in intimen Beziehungen, braucht es erst die Beziehungsebene, bevor überhaupt irgendeine andere Ebene entstehen kann. Und es ist deshalb so wichtig, weil beziehen heißt, sich aufeinander beziehen. Oder zumindest, dass es jemanden gibt, der sich auf dich beziehen kann, um somit ein Tor zu öffnen, um dann an inhaltlichen Dingen arbeiten zu können oder an Erziehung arbeiten zu können oder dass sich ein anderer inspirieren lässt von dir, von deinem Lebensweg, von deinen Aussagen, dass sich ein Kind zum Beispiel an dir ein Beispiel, ein Vorbild nimmt, dem, was du sagst, ein Gewicht zumisst. Dazu braucht es als allererstes die Beziehungsebene. Ohne die Beziehungsebene ist alles andere Schall und Rauch. Ohne die Beziehungsebene ist alles andere ein oberflächliches System, was nicht wirklich in die anderen Personen eindringt und einfach durch Sanktionen am Leben erhalten wird und das keinen wirklichen Unterschied und keine Veränderung bewirkt. Und das Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel nehme, ist spirituelle Lehrer. Eckhart Tolle, Leute, die Bücher schreiben, die YouTube-Videos machen vielleicht, die Hörbücher kreieren. Es ist oft so, dass da auch eine Beziehung stattfinden muss. Also zumindest muss sich der Hörer oder der Leser oder der, der das Video anguckt, sich irgendwie auf diesen Menschen hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon beziehen können. Das heißt, der muss irgendwie einen Eindruck von dieser Person haben. Der muss eine Art Vertrauen in diese Person haben. Das heißt, man muss irgendwie merken, was ist das für ein Mensch? Und das merkt man nur, wenn ein Mensch sich öffnet, und zwar von dem Herzen aus. Denn das Ich, das, was die Beziehung vertrauenswürdig werden lässt, ist das Ich, was im Herzen wohnt und nicht der Verstand. Wenn man sich im Verstand von gesellschaftlichen Normen und Konventionen ablenken lässt und nicht so handelt, wie man das von dem Herzen ausgehend tun würde, dann können sich andere Menschen nicht auf dich beziehen, weil sie merken, dass das unecht ist und dass du deinen wahren Herzensdrang ablenken lässt durch Gedanken, darf ich das, soll ich das, ist das erwünscht, was denken die anderen von mir? Und genau das ist der Punkt. Niemand kann eine Beziehung zu dir aufbauen, sowohl Kinder, die du erziehen willst, nicht, als auch Partner in einer intimen Beziehung, als auch irgendwelche Freunde, die sich von dir vielleicht inspirieren lassen könnten. Genau diese Leute können überhaupt keine Beziehung zu dir aufbauen, weil sie eben unterschiedliche, wie sagt man, weil sie dir nicht ganz vertrauen können. Du öffnest dich nicht komplett, sondern nur teilweise. Das heißt, dein Kopf sagt immer, okay, ich muss mich ein bisschen von dem Weg abbringen lassen, damit eben das andere nicht so durchscheint sozusagen. Und genau das ist das Problem, wenn wir eben zu sehr versuchen, anderen Normen und Werten, die nicht unserem Herzenswunsch entsprechen, wenn wir versuchen, auf diese abzudriften oder wenn wir auf diese abdriften. Und dann passiert es häufiger, dass Menschen sich nicht mehr auf uns verlassen können. Das heißt, die können keine Beziehung zu uns aufbauen. Die sehen uns an der Oberfläche, die lassen uns aber nie tief in sie hineinwirken sozusagen. Und wenn wir das erkennen, dass wir unseren Herzensimpulsen Vertrauen schenken müssen, dass wir einfach nicht so sehr auf das hören sollten, was die Medien und andere Menschen uns sagen, wie wir zu sein haben, sondern auch im Beruf, auch in der spirituellen Lehre, in der Erziehung von Kindern, in intimen Beziehungen, echt sein, versuchen echt zu sein, weil man erkennt, dass die Beziehungsebene die wichtigste Ebene überhaupt ist. Und ohne die Beziehungsebene kann überhaupt gar nichts zustande kommen. Kein Vertrauen, keine Intimität. Überhaupt nichts. Und wenn wir wollen, dass wir ein Vorbild für andere Menschen sind, für die Kinder, für andere Menschen sind, dann müssen wir lernen, diesem Herzensimpuls stattzugeben, weil durch diesen Herzensimpuls, durch dieses Stattgeben sind wir echt und dadurch, dass wir echt sind, können andere Menschen sich auf uns beziehen und eine Beziehung zu uns aufbauen und erst dann haben wir eine Einwirkungsmöglichkeit in deren Leben. Auch unbewusst. Meistens ist es so, dass diese Menschen sich dann an dir ein Beispiel nehmen, ohne dass du das, wie sagt man, gezielt tust. Wenn du aber im Beruf professionell arbeitest, in der Pädagogik zum Beispiel, in der Erziehung oder auch im Geschäft mit
wenn du Unternehmensberater bist und dann mit Menschen arbeitest, dann kann man sich das auch gezielt zunutze machen. Man kann es aber so oder so erstmal wissen. Und wenn man es weiß, dann ermutigt dieses Wissen einen, nach dem wahren Herzenswunsch zu handeln und sich nicht so sehr von äußeren Dingen ablenken zu lassen, die unauthentisch wirken. Für dich selbst und für andere dann auch. Und das ist das Wichtigste. Und es tut nicht nur den anderen gut, sondern es tut vor allem dir selbst gut. Ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.